Guten Morgen, wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Ich begrüße euch im Medienhaus. Euer Medienkanzler on stage begrüßt alle Zuschauer, Kunden, Facebook, YouTube. Ja, und da, wo die Videos auftauchen. Ja, im Medienhaus ist es Osterzeit und wie man das so sieht, überall weiß ich nicht, aber bei uns hier. Hier ist Ostern 2016 und nicht allzu viel los. Und deswegen haben wir gedacht, machst du nochmal so ein Videoclip. Denn ich möchte euch etwas vorstellen. Und zwar gerade frisch aus Amerika gekommen, United States of America. Zollbehörde hat es kontrolliert. Ja. Tada. Die komplette Serie von Mad Hacks Room. Mad Hacks Room heißt maximale Durchgangshöhe. In Deutsch. Maximale Durchgangshöhe. Ja, ich hoffe, dass hier eine deutsche Tonspur drauf ist. Wenn nicht, muss ich den Raum so leise machen und mich dann ins Englische verkriechen. Denn kein Mord von der Stange habe ich auch schon erhalten. Ich suche ihn ja immer noch. Also wenn ihr den habt, kein Mord von der Stange mit James Coburn in der Hauptrolle. Ihr wisst, die, die ihn haben, wissen, worum es geht. So, der Medienkanzler ist seit 1996 nach der CeBIT on air und hat schon sehr viele Aufzeichnungen gemacht und auch sehr viele Videoclips aus Spaß und Dollerei erzeugt. Viele haben gefragt, wo sind die alle geblieben? Ja, ich habe sie alle gelöscht. War eine Menge. Von 1996 bis 2016 waren da so viele und ich will ja kein Star werden. Ja, ich möchte an sich sowas werden, hier so eine Art Mad Hacks Room, maximale Durchgangshöhe. Daraus wurde ein Film in den 80ern, fand ich stark. Ja, ich will hoffen, wie gesagt, deutsche Tonspur. Wenn nicht, dann kommt er in die Ecke, wie alle anderen auch. Ja, die Bücher sind auch bestellt, bekomme also alle 6 Bücher. Gott sei Dank durch deutsche Buchhandlungen und nicht durch Amerika. Ich warte darauf. 2 habe ich schon, Teil 1 und Teil 4. Ja, 2, 3 und bis 6 warte ich halt noch. Werde ich dann auch kurz vorstellen. Nahm an, hätte ich heute gekonnt, aber geht nicht. Werde heute die Zeit nutzen, um einige tolle Sachen zu machen. Und somit habe ich auch heute wieder die Frage beantwortet. Ihr könnt ja fragen unter medien.kanzlerweb.de und ich beantworte diese dann. Weil ab 2016 ist kein Kommentar mehr unter den Videos möglich. Lohnt sie nicht. Die Welt hat sich verändert. Jeder meint, er müsste was von sich geben, was überhaupt nicht zum Thema gehört. Warum aufregen? Ihr könnt mich ja anschreiben, dann habe ich den Namen und dann kann ich zurückschreiben. Ja, ihr könnt auch Fantasienamen nehmen. Dann kriegt die Fantasiefigur halt die Antwort. So einfach ist das. Ja, ihr seid also total und recht herzlich willkommen hier im Medienhaus beim Medienkanzler. Als analoge Person könnt ihr jeden Tag von Montags bis Freitags hier bei uns erscheinen. Morgen, ich helfe an der Tür. Morgen. So wie jetzt. Ah, ich musste unterbrechen. Morgen. Ist klar, die Hütte war sofort wieder voll. Aber meine Freunde, hier, ich habe jeden Tag hier wirklich Spaß im Medienhaus, auch im Copyhaus, also in beiden Häusern habe ich Spaß. Da ich ja spaßige Videoclips mache, die auch bekannt sind, kam jetzt gerade ein Kunde rein, meine lieben Freunde. Kam gerade ein Kunde rein, achtet drauf. AFD. AFD. Action Figure Display. Action Figuren Display. Hä? AFD. Action Figuren Display. Hammer. Fange ich gleich aus. Das ist irgend so ein Szenario da drauf. Keine Ahnung. Kann ich mal eben auspacken. Ich finde das toll. Manche Kunden machen ja mit. Ja? Wir wollen nicht vor laufende Kamera. Deswegen müsst ihr mit mir immer vorlieb nehmen. Ich arbeite ja dran, dass ich welche finde, die Lust und Laune haben, mit vor der Kamera zu arbeiten. Denn ich mache ja viele Aufzeichnungen bei Künstlern, aber ich zeige ihn da nicht. Es gibt immer nur Ärger. Klasse. Action Figuren Display. Die AFD. Cool, ne? Ist doch cool, oder? Und da brauche ich jetzt echte Horrorfiguren. So mit Kopf ab und so.
passt dann zur AfD. Habt ihr mal die Parteisache gelesen von der AfD? Ist ja eure Sache. Ne? Aber ich habe noch einen bekommen. Ist immer eine Überraschung, was die mir... Echt cool. AfD. AfD. Action Display. Action. Actionfiguren Display, Entschuldigung. Nennen wir dann, machen wir richtig. Ne? Ich komme mir gerade vor wie der Welke in seiner Heute-Show. Aber egal. Action-Display. So, und dann hat man mir hier so, da könnte ich so einen Batmaner reinpacken. Action-Figuren-Display, die AFD. Ach, herrlich, ich finde meine Kunden drollig. So, ich habe, also wie gesagt, darüber sprechen darf ich ja. Also ältere Leute, die wirklich den Krieg miterlebt haben, höre ich mir natürlich an, ist natürlich schrecklich, etc. Ja, aber da die Jugendlichen sich dafür interessieren, machen die älteren Leute halt mal hin und wieder mal ihre Sachen auf. Nur wie gesagt, vor laufender Kamera klappt es nicht. Deswegen muss ich dann versuchen, daraus eine Story zu machen. Ja, es ist die Osterwoche. Ihr seid im Medienhaus und im Copyhaus. Ihr seid total recht herzlich willkommen, selbst vorbei zu schauen. Ihr könnt auch selber eure Dramaturgie hier machen. Ihr könnt Netz, wir sind ja vernetzt. Ne? So. Den Medienkanzler gibt es seit CeBIT 1996 und den Medienkanzler gibt es immer noch seit weiterhin 2016. Und in der Anerkennung der 80er, 70er Jahre und 90er Jahre, Mad Hacks Room, UFO, jetzt werden so richtig schön die alten Sachen besorgt. Ja, die alten Serien, ich bin so stolz drauf. Mad Hacks Room, maximale Durchgangshöhe. Irre. Maximale Durchgangshöhe, hat man sich in den 80ern überhaupt keinen Kopf drum gemacht. In den 80ern keinen Kopf drum gemacht. Ja, man hat die Serie gesehen, man fand das so toll, wie er am Stottern war. Ne? Also dieser Reporter in der Serie lag im Koma. Da wurden ihm seine Gehirnzellen angedockt, übertragen in einem sogenannten Datennetz. Und somit machte er sich dann selbstständig im Datennetz und wurde dann eine eigene Figur. Die Serie war nicht schlecht. Also Gott sei Dank habe ich sie ja gesehen, deswegen weiß ich und kenne ich sie. Und somit ist es okay. Würde mich natürlich freuen, wenn eine deutsche Spur drauf ist. Wenn nicht, naja, habe ich vorhin schon erklärt. 14 Episoden, 5 DVD, Mad Hacks Room, maximale Durchgangshöhe. So, AfD habe ich auch gezeigt, ne? Action-Figuren-Display. Ach, herrlich, ich finde das so toll. Ich finde das richtig toll. So, bevor wieder die Tür aufgeht und ich diesen Clip unterbrechen muss, kümmere ich mich jetzt hier um die anderen. Ja, sind ja überall Maschinen hier. Ich kümmere mich jetzt darum, um eine andere Sache, die ich von Herzen machen werde. Aber dann sieht der Clip komplett anders aus. Ja, lasst euch überraschen. Also, das war jetzt die Sage, die Ansage von Medienkanzler, seit wann es diesen gibt. Seit 1996 nach der CeBIT. So, ich hoffe, 2096 gibt es ihn immer noch. Aber dann nur als Mad Hacks Room, maximale Durchgangshöhe. Tschüss!